Liebe Gemeinde, einmal im Jahr am Freitag versammeln wir uns hier in der Kapelle, um Karfreitag zu feiern. Mein persönlicher Lieblingstag. An diesem Tag gedenken wir an den Leidensweg von Jesus Christus, den er auf sich genommen hat für mich und hoffentlich auch für dich. Deshalb wollte ich unbedingt an diesem Karfreitag auch mit euch drei Gottesdienste erleben. Und ich freue mich sehr, dass es sich lohnt, drei Gottesdienste durchzuführen heute. Herzlich willkommen auch alle, die später über YouTube diese Karfreitagspredigt sich anschauen werden. Ich wünsche dir ganz persönlich, dass du erkennen magst, was das Leiden von Jesus Christus auch für dich, für dein persönliches Leben bedeutet. Karfreitag, Kummer, Klage, Trauertag. Trotzdem hat Martin Luther gesagt, auch ein guter Tag. Wie glücklich bin ich, in einem Land zu wohnen, wo man am Karfreitag nicht arbeiten muss. Viele nutzen es, um in den Süden oder in den Ferien zu fahren oder Brücken zu machen. Aber eigentlich ist der Karfreitag da, um zur Ruhe zu kommen, um sich bewusst zu machen, hey, dieses Leiden von Jesus Christus hat auch etwas mit mir ganz persönlich zu tun. Bevor wir uns aber dem Bibeltext zuwenden, den ich erhalten habe für heute Morgen, für die Predigt, der so steht in Johannes 19, die Verse 1 bis 22, möchte ich noch einmal danken. Das ist immer schön, dass ich am Anfang von einer Predigt danken kann. Ich möchte ganz herzlich Danke sagen. Am Montag war ja die Beerdigung von Otto Hausermann. Ich weiß, es wollten auch noch mehr Leute kommen als die 50 Personen. Das war natürlich sehr tröstlich für Frieda Hausermann. Danke für alle, die da mitgetragen haben, die mit dabei waren und für die, die noch kommen wollten, aber keinen Platz mehr hatten. Danke für alle, die mitgebetet haben und bitte betet weiter auch für Frieda Hausermann. Jetzt kommen dann die schwierigen Tage, wo man merkt, dass der Otto eben doch fehlt, obwohl man beide über 90 ist, brauchen sie trotzdem weiter unsere Gebete. Und es war wirklich eine schön traurige Beerdigung und trotzdem so eine Gewissheit. Gell, wenn man mit 94 darf zu Jesus Christus kommen, ist irgendwie auch schön. Ja. Also ich habe einen Bibeltext, Johannes 19, die Verse 1 bis 22, wo ich jetzt sehr gerne mit euch anschaue und erwarte, dass Jesus zu dir redet, dass Jesus dich tröstet, dass Jesus dich ermutigt und einfach dir gibt, was du in deiner Situation brauchst. Auch die neuen Leute unter uns, fühlt euch wohl, kommt gleich wieder und legt hingere. Also, da nahm Pilatus Jesus und ließ ihn geißeln. Und die Soldaten flochten eine Krone aus Dornen und setzten sie auf sein Haupt und legten ihm ein Purpurgewand an und traten zu ihm und sprachen, sei gegrüßt, König der Juden, und schlugen ihn ins Gesicht. Da ging Pilatus wieder hinaus und sprach zu ihnen, seht, ich führe ihn heraus zu euch, damit ihr erkennt, dass ich keine Schuld an ihm finde. Und Jesus kam heraus und trug die Dornenkrone und das Purpurgewand und Pilatus spricht zu ihnen, seht, welch ein Mensch! Als ihn die Hohenpriester und die Knechte sahen, schrien sie, kreuzige, kreuzige. Pilatus spricht zu ihnen, nehmt ihr ihn hin und kreuzigt ihn, denn ich finde keine Schuld an ihm. Die Juden antworteten ihm, wir haben ein Gesetz und nach dem Gesetz muss er sterben, denn er hat sich selbst zu Gottes Sohn gemacht. Als Pilatus diese Worte hörte, fürchtete er sich noch viel mehr und ging wieder hinein in das Prätorium und spricht zu Jesus, woher bist du? Aber Jesus gab ihm keine Antwort. Da sprach Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre.
Darum, der mich dir überantwortet hat, der hat größere Sünde. Von da an trachtete Pilatus danach, ihn freizulassen. Die Juden aber schrien: Lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund nicht. Denn wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser. Als Pilatus diese Worte hörte, führte Jesus heraus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster, auf Hebräisch Gabbata. Es war aber am Lüsttag für das Passafest um die sechste Stunde und er spricht zu den Juden: Seht, das ist euer König. Sie schrien aber: Weg, weg mit ihm! Kreuzige ihn! Spricht Pilatus zu ihnen: Soll ich euren König kreuzigen? Die Hohenpriester antworteten: Wir haben keinen König als den Kaiser. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Sie nahmen ihn aber, und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn und mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte. Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz und es war geschrieben: Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lasen viele Juden, denn die Stätte, wo Jesus gekreuzigt wurde, war nahe bei der Stadt und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus: Schreibt nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt habe: Ich bin der König der Juden. Pilatus antwortete: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Jesus Christus steht hier wie ein Schwerstverbrecher. Er wurde ausgepeitscht. Er wurde geschlagen. Er trug eine Dornenkrone. Und die Menschenmenge hat ihm zugerufen: Kreuzige, kreuzige, kreuzige ihn. Der Sohn Gottes, der Allmächtige, der Allwissende, der Heilige, der uns liebende Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, der nie einen Menschen nach dem Namen fragen musste, der jeden Stern mit Namen kennt, nach Psalm 147, Vers 4. Wenn man den Namen Jesus Christus ausspricht, dann zittert eine ganze Dämonenwelt, nach Jakobus 2, Vers 19, und jubelt eine ganze Engelwelt. Dieser Sohn Gottes, gegeißelt, geschlagen, gemartert. Dabei hat doch dieser Jesus Christus nur Lahme gehend, Blinde sehend, Taube hörend, Stumme sprechend gemacht. Sogar der Pilatus muss zweimal zugeben, hier in unserem Bibeltext, in Lukas 23 kommt es sogar dreimal vor: Ich finde keine Schuld an diesem Jesus Christus. Deshalb hat er ihn zum Herodes Antipas auch geschickt. Er hatte ja schon den Johannes, der Täufer, auf dem Gewissen. Und sehr wahrscheinlich hat er gehofft, dass dann dieser Herodes Antipas ein Todesurteil ausspricht über Jesus Christus. Aber dort hat Jesus Christus gar nichts gesagt. Und so wird er wieder zurückgeführt zu Pilatus. Und der Pilatus ringt hier: Was soll ich nur tun? Ich finde keine Schuld, denn er hat festgestellt, die Hohenpriester haben ihn nur aus Eifersucht ihm überantwortet, in Markus 15, Vers 10 nachzulesen. Und er sah nur eine Möglichkeit. Vielleicht bekommen die Israeliten Mitleid, wenn ich Jesus Christus so richtig auspeitschen lasse. Wenn ich Jesus Christus eine Dornenkrone aufs Gesicht drücken lasse. Wenn ich Jesus Christus abschlagen lasse. Vielleicht haben sie dann, ja, und ich habe ja zur Tradition, dass ich immer einen Gefangenen freigebe zum Passafest. Also Jesus Barabbas, der offensichtliche Mörder, stelle ich neben Jesus Christus und dann kann das Volk Israel wählen, wenn wir wollen. Und zu seinem Erschrecken haben sie Jesus Barabbas gewählt und gar nicht Jesus Christus. Jesus Christus blutüberströmt, übernächtigt, mit Spucke im Gesicht und im Haar, steht er hier vor dem Volk und Pilatus sagt: Seht mal,
diesen Menschen. Seht mal, welch ein Mensch. Und das trug Jesus Christus alles unberechtigt. Er war sinnlos. Er war schuldlos. Ich staune immer wieder, wie Jesus Christus unser Leben führt. Wie reagieren wir, wenn wir etwas zu tragen haben, was unberechtigt ist, was ungerechtfertigt ist? Ich habe die Woche einen solchen Zettel hinter meinem Auto Scheibenwischer gehabt. Und das ist wirklich unberechtigt. Weil dort, wo ich parkiert habe, hat es nicht funktioniert, den Ticketautomat. Hat nicht funktioniert und ich wollte ja nur kurz einen Besuch machen und dann, als ich wieder zurückgekommen bin, zu meinem Auto 40 Franken. Ja, immerhin, gell, 40 Franken Parkbus. Und da habe ich festgestellt, wenn etwas Ungerechtfertigtes passiert in meinem Leben, wie ich mich da aufregen kann. Zum Glück hatte ich gerade mein Nattel mit dabei und ich habe der Polizei also mit deutlichen berndeutschen Worten, was ich von diesem Bus da halte. Und da ist mir so eingefahren, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Jesus hat nicht nur 40 Franken gezahlt. Und er tat seinen Mund nicht auf. Jesus Christus wurde ausgepeitscht, weil wir mit unserem Körper so viele Sünden begangen haben. Wir haben Dinge nach Hause getragen, die gehören gar nicht uns. Wir haben von Dingen viel zu viel nach Hause getragen und haben Sachen damit gemacht, was nicht richtig ist, was Gott gar nicht gefällt. Man lehnt seinen eigenen Körper ab, man verstümmelt sich, man ritzt sich, man hat Magersucht, man hat Bulimie oder man hat Minderwertigkeit. Deshalb ließ sich Jesus Christus auspeitschen, wegen unseren Sünden mit dem Körper, ganz zu schweigen von allen sexuellen Sünden, die wir begehen, mit unserem Körper. Jesus Christus trug eine Dornenkrone. Zum Glück käme da oben nicht Glas. Dann kann man im Versteckten denken. Jesus Christus hatte nur Gedanken der Liebe, der Wertschätzung, der Anerkennung. Und was wir manchmal denken, schade, haben wir es auch nicht aus Glas hier oben. Deshalb pflegt man manchmal gewisse Gedanken, obwohl dass man eigentlich weiß, das sollte ein Christ gar nicht denken. Und deshalb hat Jesus Christus eine Dornenkrone getragen. Er wurde auf den Mund geschlagen, weil wir so schnell den Namen Jesus Christus brauchen, wo er eigentlich gar nicht hingehört. Wo wir Dinge im Namen von Jesus Christus versprechen und doch dann nicht halten. Ihm wurden die Augen verbunden. Er wurde angespuckt. Augen verbunden, weil wir manchmal Dinge anschauen, die sind einfach gar nicht richtig, dass wir die überhaupt uns zu Gemüte führen. Angespuckt, weil wir manchmal nicht zu Jesus Christus stehen, wo wir eigentlich zu Jesus Christus stehen sollten. Und seht mal diesen Mensch! Und die Leute rufen, Kreuzige, Kreuzige. Ja, die Leute, die Jesus Christus geformt hat. Kein Mensch lebt, ohne dass Gott ihn erschaffen hat im Mutterleib. Psalm 139, Vers 13. Die Leute, die von Jesus Christus am Leben erhalten wurden. Wie oft hat Jesus Christus uns schon bewahrt? Wie oft hat Jesus Christus uns schon beschenkt? Die Geschöpfe rufen dem Schöpfer zu, Kreuzige, Kreuzige. Es ist doch noch gar nicht lange her, da war Palmsonntag. Da haben die Leute, ja, die Leute ohne Jesus Christus wie ein Blatt im Wind. Am Palmsonntag haben sie noch gerufen, Hosianna, Hosianna, dem, der da kommt, Hosianna, der gelobt sei, gepriesen sei, verherrlicht sei, Jesus Christus. Und nicht eine Woche später rufen sie, Kreuzige, wie schnell lassen wir uns von Äußerlichkeiten leiten. Wie schnell sehen wir nicht, wer Jesus Christus ist. Karfreitag ist dazu da. Schau nach Golgatha. Schau, wie Jesus Christus dich liebt, wie er alles gegeben hat wegen deinen Sünden, wie er bereit war, sich auspeitschen zu lassen.
wie er bereit war, eine Dornenkrone zu tragen, wie er seine Hände hat annagen lassen, seine Füße hat annagen lassen, weil wir das brauchen. Die Sünde zerstört uns. Nur ein bisschen Sauerteig versäuert uns total. Und wie länger ich Pastor bin, wie mehr erlebe ich mich mit, dass diese Sünde so eine schreckliche Kraft hat. Aber umso schöner ist es, wenn Menschen sich Jesus Christus zuwenden. Das war so schön in den letzten Tagen wieder mitzuerleben, dass da eine Person unter uns sitzt, die letzte Woche ganz bewusst gesagt hat, und Herr Jesus, ich glaube, dass du auch für meine Sünden am Kreuz von Golgatha bezahlt hast. Das ist das Schönste. Und liebe YouTuber, falls Sie noch nicht mit Jesus Christus unterwegs sind, wenden Sie sich an jemanden, wo ihr das Vertrauen habt und wisst, dass diese Person das auch glaubt, dass Jesus Christus für die Sünden der Menschheit am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Oder melden Sie sich über die Homepage bei uns. Und auch hier in der Kapelle immer wieder, wenn wir nicht im Reinen sind mit Jesus Christus, gang auf jemanden zu, ordne dein Leben. Als der Pilatus erfahren hat, dass dieser behauptet von sich, dieser Jesus Christus, er sei der Sohn Gottes, da bekommt er es mit der Angst zu tun. Und er sagt zu Jesus Christus, da sprach Pilatus zu ihm, redest du nicht mit mir? Weißt du nicht, dass ich Macht habe, dich loszugeben und Macht habe, dich zu kreuzigen? Jesus antwortete, du hättest keine Macht über mich, wenn es dir nicht von oben her gegeben wäre. Selbst in Not, selbst in Schwierigkeiten hat es Gott immer noch im Griff. Er hat es zugelassen. Deshalb, wenn wir schöne Dinge leben, wenn wir Erfolg haben, wenn wir Karriere machen können, wenn wir gesund sind, wenn wir bewahrt bleiben, dann sind wir demütig und dankbar, denn es ist von Gott zugelassen. Diese Situation von Jesus Christus, dass Pilatus plötzlich Macht hat über Jesus Christus, das ist, weil Jesus Christus im Garten Gethsemane, hier ist der Garten Gethsemane immer, gell? Das wisst ihr auch. Dort hat er gebetet, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Er wurde von einem Engel gestärkt, er hat sogar Blut geschwitzt. Deshalb hatte hier der Pilatus die Macht. Wisst ihr, es geht nicht darum, dass wir ein bequemes und einfaches Leben haben. Und manchmal hat man den Eindruck, dass der Falsche gewinnt, dass es nur letzt rauskommt. Sondern es geht darum, dass wir für den Auftrag des Herrn leben. Jesus Christus ist am Kreuz von Golgatha gestorben, weil Gott Vater ihm diese Mission, diesen Auftrag gegeben hat. Deshalb hatte Pilatus die Macht. Und wie länger ich als Pastor unterwegs bin, ja, du einen ganzen Ordner aus zweiter Gegenstand mitgenommen. Todesanzeige und Leitzirkulare. Das ist brechvoll. Ich bin jetzt 16 Jahre Pastor. Hier in diesem Ordner gibt es Todeszirkulare von Jugendlichen. Die wollten nur zelten. Gibt es ein Todeszirkular von jemand, von Zweien, die sind in der Aare ertrunken. Es gibt auch Not. Es gibt auch Schwierigkeiten. Es gibt unverständliche Situationen, aber letztlich geht es darum, dass Gottes Auftrag sich erfüllt in unserem Leben. Die Frau hat Pilatus noch gewarnt. Verurteile ihn nicht. Aber lässt du diesen frei, so bist du des Kaisers Freund nicht. Denn wer sich zum König macht, der ist gegen den Kaiser. Als Pilatus diese Worte hörte, führte Jesus hinaus und setzte sich auf den Richterstuhl an der Stätte, die da heißt Steinpflaster, auf Hebräisch Gabbata. Da überantwortete er ihnen Jesus, dass er gekreuzigt würde. Diese Menschen, die so frei sich verhalten, scheinbar, die sind doch abhängig. Die haben plötzlich Angst um ihren Beruf. Die haben plötzlich Angst um ihren Namen, um ihre Stellung. Sie sind gar nicht so frei, wie sie immer tun. Und so überantwortet Pilatus Jesus Christus und gibt ihn frei zur Kreuzigung. Sie nahmen ihn aber und er trug sein Kreuz und ging hinaus zur Stätte, die da heißt Schädelstätte, auf Hebräisch Golgatha. Dort kreuzigten sie ihn, mit ihm zwei andere zu beiden Seiten, Jesus aber in der Mitte.
Pilatus aber schrieb eine Aufschrift und setzte sie auf das Kreuz. Und es war geschrieben, Jesus von Nazareth, der König der Juden. Diese Aufschrift lassen viele Juden, denn die Städte, wo Jesus gekreuzigt wurde, waren nahe bei der Stadt. Und es war geschrieben in hebräischer, lateinischer und griechischer Sprache. Da sprachen die Hohenpriester der Juden zu Pilatus, schreibt nicht der König der Juden, sondern dass er gesagt habe, ich bin der König der Juden. Oben am Kreuz stand Inri auf Hebräisch, dass es alle Juden lesen konnten. Auf Griechisch, dass es alle Gelernten lesen konnten. Und auf Lateinisch, das war damals die Weltsprache leider, deshalb müssen alle Theologiestudenten die mühsame tote Sprache Latinisch lehren. Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Einfach, dass ihr merkt, dass ich es auch mal gehabt habe. Lateinisch. Wisst ihr, auf jede Sprache, die damals wichtig war, hat man es geschrieben. Nicht nur auf Hebräisch. Warum? Die ganze Welt soll es hören. Der Sohn Davids, der Messias, der Gesalbte, ist dort für unsere Sünden am Kreuz von Golgatha verblutet. Oh, das hat die Hohenpriester genervt. Schreibt nicht der König der Juden, sondern nur, dass er gesagt habe, dass er sei. Wisst ihr, wenn wir davon Zeugnis ablegen, dass der Sohn Davids, dass der Sohn Gottes, dass Jesus Christus gestorben ist für unsere Sünden, das nervt bis heute einige Menschen. Die wollen, dass man nur sagt, das hat er nur behauptet, das ist eine Möglichkeit von vielen. Nein, es ist der einzige Weg. Es ist der einzige Weg, wie wir mit Jesus Christus in Versöhnung kommen, mit Gott Vater in Versöhnung kommen können. Und als sie ihm das sagen, dem Pilatus, hey, ihr habt nur gesagt, dann sagt Pilatus, dann macht es dann wieder gute Fehler, die er vorher gemacht hat, was ich geschrieben habe ich geschrieben, das bleibt so. Und damit war klar, Jesus Christus war nicht aufgrund von einem Vergehen verurteilt worden, weil er gesündigt hätte, weil er etwas Dummes angestellt hätte. Sondern Jesus Christus ist aufgrund seiner Stellung, seiner Sohnschaft, seines Königreichs gestorben. Warum? Wir alle haben einen Schuldbrief, die einige länger, andere kürzer. Und auf diesem Schuldbrief steht gelogen, negative Gedanken über dich selber, negative Gedanken über andere, eifersüchtig, Hass, unversöhnlich, Geiz, Stolz, Besserwisserei, mehr gearbeitet als 6 Tage in der Woche, Ehe gebrochen, Kinder abgetrieben und so weiter und so fort. Und dieser Schuldbrief mit seinen Forderungen steht gegen uns. Und Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, damit er so... Das mache ich gerne. Dass er uns diesen Schuldbrief wegnehmen kann. Noch mehr. Zerreißen kann. Verfötzeln kann. Wissen wir von einem Zeitpunkt, wo unser Schuldbrief mit diesen Forderungen zerstört wurde? Jesus Christus ist zum Glück nicht nur gestorben. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Er ist wieder auferstanden. Nur über das darf ich nicht zu sehr predigen, denn das kommt dann erst am Sonntag dran. Aber ohne dunkle Nacht, Karfreitag, ordnet man Ostern falsch ein. Es ist nicht immer Ostern auf dem Glaubensweg. Es gibt manchmal auch Täler, es gibt manchmal auch Schwierigkeiten, es gibt manchmal auch Karfreitagszeiten. Und die braucht es ebenso, damit das Osterlicht umso mehr leuchtet. Zusammenfassend wollte ich Folgendes sagen. Der Sohn Gottes, ausgepeitscht wegen deiner Sünde mit dem Körper. Der Sohn Gottes, mit einer Dornenkrone, wegen unserer Sünde, mit den Gedanken. Der Sohn Gottes
angespuckt, weil wir manchmal nicht zu ihm stehen. Und alles unberechtigt. Wenn ich 40 Franken bezahlen sollte, von euren lieben Spendengeldern, hey, Jesus kann schweigen. Was muss das für eine Liebe sein? Er hätte doch reagieren können. Der Pilatus hat die Macht, ein gefährliches Gebet, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es geschieht vieles im Leben von gläubigen Leuten, das kann ich gar nicht einordnen. Das kann ich gar nicht verstehen, aber das ist Jesus Christus nicht entglitten. Das gehört zu deinem Lebensauftrag. Er möchte dich führen, er möchte dich leiten, er möchte dich gebrauchen zu seiner Freiheit. Hab nicht Angst. Jesus ist bei dir und wenn es sein muss, stärkt er dich mit seinen Engeln so gut, dass du hier in diesem Gottesdienst bist. Und dann wird Jesus Christus angenagelt ans Kreuz. Und oben steht Jesus von Nazareth, König von sein. Eigentlich sollte dort stehen Messias, Heiland, Sohn Davids. Und dieser starb aufgrund seiner Stellung, damit er unseren Schuldbrief verfötzlich hat und näher im tiefsten Ort vom Meer versenken. Nicht mehr fischen. Jesus vergibt alle Sünden, die wir bereit sind, ihm zu bekennen. So gut. Amen. Ich bete noch, Herr Jesus, Karfreitag, da haben wir meistens keinen Blumenschmuck hier in der Kapelle und ein schwarzes Tuch, weil wir bewusst sind, wir wurden schuldig an dir, Herr Jesus, und das ist alles nur Gnade. Das ist deine Liebe, die können wir nie erarbeiten, nie verdienen. Es ist so gut, Herr Jesus, dass uns diese Botschaft zu Ohren gekommen ist. Und ich bitte dich für all die Menschen, die hier in der Kapelle jetzt im nächsten Gottesdienst und übernächsten Gottesdienst und auch über YouTube diese Botschaft hören, dass man es merkt. Was muss das für eine Liebe sein? Schenk, dass diese Liebe auch in uns die Bereitschaft schenkt. Wenn du so viel gegeben hast, ja, alles gegeben hast, dann gebe ich auch alles. Amen.